Blitzer! Achtung, Achtung! Ich habe eine wichtige Mitteilung. Im Haus von Familie Schmidt haben sich die Kinder erschreckt. Wir müssen ihnen helfen. Macht euch bereit, Freunde. Wo ist denn Peppo? Komm, wir suchen ihn mal. Mal sehen. Vielleicht ist er im Schrank? Ah, da ist er ja. Entschuldigt bitte. Ich habe noch schnell einen Snack zur Stärkung gebraucht. Komm, Freunde. Wir müssen los. Wir dürfen keine Minute mehr verlieren. Startet die Fahrzeuge und lasst uns losfahren. Was da wohl passiert ist? Was denkt ihr, Kinder? Warum ist das Licht ausgegangen? Auf geht's! Gleich sind wir schlauer und werden alle retten. Hierhin, hierher bitte. Helft uns. Bei uns ist das Licht ausgegangen und ich kann die Kinder nicht mehr finden. Bitte helft uns. Natürlich helfen wir. Wo sind denn unsere Taschenlampen? Ist hier jemand? Hallo? Ach nein, das ist nur das Bild einer Katze. Aber da ist doch jemand. Einen Jungen haben wir gefunden. Es fehlen noch 5 Kinder. Vielleicht sind sie hier. Kuckuck. Das sind aber viele Bilder an der Wand. Aber kein Kind ist zu sehen. Nein, hier ist wohl keiner. Gut, dass wir unsere Taschenlampen haben. Sonst würden wir überhaupt nicht sehen. Ui, schau mal, was für ein Unwetter. Wir Feuerwehrmänner, wir haben keine Angst vor dem Unwetter. Hier müssen wir genauer suchen, am Kamin. Vielleicht hinter dem Tannenbaum? Ich sehe leider niemanden. Seht ihr jemanden? Wir müssen genauer hinsehen. Ihr wisst doch, Kinder sind gut im Verstecken. Ich sehe immer noch niemanden. Lasst uns mal in der Küche suchen. Huch, wer war das denn? Eine Katze. Gut gemacht, nur heute suchen wir Kinder und nicht Tiere. Ha! Haben wir nicht da jemanden gefunden? Schau mal mit der Taschenlampe dort rüber. Ganz genau. Hallo Junge, keine Angst. Wir sind doch hier, um zu helfen. Wow! Hast du so einen riesigen Fisch schon einmal gesehen? Also ich noch nicht. Aha, schau mal, wer sich da hinter der Gardine versteckt. Erwischt. Irgendwo haben sich noch weitere Kinder versteckt. Ach hier, schau mal, da haben wir doch noch jemanden gefunden. Kleine, komm, keine Angst. Wo sich die anderen Kinder wohl versteckt haben, wo sollen wir denn noch suchen? Hier waren wir noch nicht drinne. Mal sehen, ob sich jemand im Schlafzimmer versteckt hat. Na, schaut mal, da haben wir doch jemanden. Komm raus, Kleiner. Hey Kinder, schaut mal, wir müssen nur noch ein Kind finden. Wo hat er oder sie sich denn nur versteckt? Nein, hier ist niemand. Wir müssen noch einmal das ganze Haus von vorne durchsuchen. Vielleicht hat das Kind jetzt große Angst. Wenn wir das kleine Kind jetzt finden, decken wir es gleich mit einer warmen Decke zu. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Stimmt's, Pippo? Ganz genau, Peppo. Wir schauen noch einmal in der Küche nach. Schau mal, die Kleine hat sich vielleicht im Schrank versteckt. Na komm, Kleine, raus mit dir, alles ist gut. Oh, und das Licht geht nun auch wieder an. Danke, danke. Gern geschehen, liebe Kinder, das haben wir doch gerne gemacht. Noch können wir uns nicht ausruhen, wir müssen zur nächsten Aufgabe eilen. Eine kleine Katze kommt nicht mehr vom Baum herunter. Los geht's. Hallo, hallo, ich bin hier und meine Katze ist hier oben. Wo? Wo ist denn das kleine Kätzchen? Huch, das ist aber hochgeklettert. Na, wie sieht's aus? Magst du mit runterkommen? Ach, das Kätzchen will erstmal spielen. Na dann, was passt denn mir dazu? Eine Möhre, genau. Und was kann das sein, Kleiner? Ob es ein Apfel ist? Nein, das ist es natürlich nicht. Was meinst du, was das ist? Richtig, eine Aubergine.
Und jetzt kommt meine Lieblingsfrucht. Deine auch? Was ist das? Ja, ein Apfel. Was für ein interessantes Spiel. Komm, wir machen weiter. Was denkst du, was das hier ist? Eine gelbe Aubergine? Nein, natürlich nicht. Und das? Das ganz genau. Das ist ein Brot. Super gemacht. Wollen wir noch eins machen? Na dann, das sieht doch aus wie... Ganz genau, eine grüne Paprika. Tada! Wir sind super kleine. Mädchen, hier ist deine Katze. Die Kleine wollte nur ein bisschen spielen. Puh, was für ein spannender Tag das heute war. Lass uns zur Feuerwache zurückfahren. Tor zu. Wir brauchen jetzt etwas Erholung. Bis bald, liebe Kinder. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren YouTube-Channel. Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme. Bis zum nächsten Mal.